begrüße ganz herzlich den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Oliver Krischer, und in der gleichen Funktion Hubertus Heil. Herr Heil, ich habe es gerade gesagt, zum einen soll also weiter Ökostrom gefördert werden, zum anderen soll es gedeckelt werden. Wie passt das zusammen? Erfolg der Energiewende will, der kommt um eine grundlegende Reform jetzt nicht umhin. Tatsache ist, dass das Erneuerbare Energiengesetz eine Erfolgsgeschichte ist, übrigens eine rot-grüne Erfolgsgeschichte. Wir haben es geschafft, die Erneuerbaren auszubauen auf 25%. Aber jetzt muss man Reformen durchsetzen, weil es nicht mehr um eine Markteinführung von Erneuerbaren geht, sondern um eine weitere Phase, um eine Marktdurchdringung. Dabei geht es auch um Kosteneffizienz, um Steuerung. Und nicht zuletzt müssen wir aufpassen, weil wir auf europäischem Druck stehen, wenn Sie so wollen, dass uns das ganze System nicht wegbricht. Das heißt, wer die Energiewende will, wer mehr Kosteneffizienz will, wer eine vernünftige, planbare Steuerung will, der muss jetzt zu einer grundlegenden Reform bereit sein. Ja, und die Landesminister werden heute Nachmittag beim Wirtschaftsminister begrüßt. Sie regieren ja in 7 Ländern mit und werden im Bundesrat auch ein Wörtchen mitreden, wenngleich Sie das Gesetz ja nicht aufhalten können, aber aufhalten können Sie es aber nicht verhindern können. Was fordern Sie denn vom Wirtschaftsminister? Ja, die ganze Politik, der Vorschlag, der jetzt da auf dem Tisch liegt, der ist in der Analyse richtig. Da steht drin, Windenergie ist die kostengünstigste Form, in Deutschland Strom zu erzeugen. Deshalb macht es aber überhaupt keinen Sinn, die Windenergie zu deckeln. Und das sehen ja offensichtlich nicht nur Grüne so, sondern auch viele sozialdemokratische Ministerpräsidenten. Erst gestern Hannelore Kraft sagte, das kann so nicht sein. An diesen Vorschlägen muss noch einiges getan werden, weil die Analyse, die Sigmar Gabriel trifft, ist richtig. Die Politik, die daraus folgt, ist völlig falsch. Es macht überhaupt keinen Sinn, den Billigmacher der Energiewende, die Windenergie an Land, die inzwischen günstiger als Gas- und Kohlekraftwerke Strom erzeugen kann, die zu deckeln. Die müssen wir im Gegenteil fördern. Für die müssen wir die Möglichkeiten schaffen, in ganz Deutschland, auch in Süddeutschland, nicht nur an den guten Standorten an der Küste, sondern auch in Baden-Württemberg, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen den Ausbau zu ermöglichen. Und die Pläne von Sigmar Gabriel gehen leider in die völlig falsche Richtung. Da muss also ganz erheblich nachgebessert werden soll, wenn am Ende auch ein breiter Konsens dabei rauskommen soll. 2014 werden rund 23,5 Milliarden an Vergütung notwendig, und das mit der Billigmacher Windenergie, das kann man mal hinterfragen. Wenn sie wirklich so billig ist, dann könnte sie sich auch den Marktgesetzen stellen und müsste nicht weiter subventioniert werden, oder? Wir wollen und wir werden Schritt für Schritt auch die Erneuerbaren an den Markt führen. Das ist auch Teil dieses Gesetzes. Aber ich will noch mal ganz deutlich sagen, wir wollen die Erneuerbaren ausbauen. Diese Volkswirtschaft gibt 24 Milliarden Euro roundabout über das EEG aus für Technologieförderung. Man muss aufpassen, dass die Kosten nicht weiter ausreißen. Es gibt auch Überförderungstatbestände, das ist unbestritten. Und deshalb brauchen wir eine grundlegende Reform. Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass in den Regionen, auch in den Bundesländern, alle ihre einzelnen Interessen vertreten. Da geht es um Wertschöpfungsanteile an der Energiewende. Aber das ist nicht automatisch, wenn man das alles zusammenzählt, das Gesamtinteresse der Bundesrepublik Deutschland. Wir werden im Moment von Lobbyisten von allen Seiten belagert. Die muss man sich anhören. Interessen sind berechtigt. Man braucht auch einen fairen Interessenausgleich. Aber am Ende müssen die Grundlinien stehen für eine grundlegende Reform. Sonst werden wir nicht nur Akzeptanzprobleme bekommen in der Bevölkerung, denn Verbraucher und auch Wirtschaft zahlen das ja alles. Deshalb, die Energiewende gibt es nicht zum Nulltarif. Die Kosten werden nicht sinken. Wir haben ja den Altsockel, den wir vor uns hertragen. Aber wir müssen die Kostendynamik nach oben brechen. Und das ist Kern auch dieses Gesetzes. Wer die Energiewende will, ich sage es nochmal, der muss zur Reform bereit sein. Und zwar zu grundlegenden und nicht zum Rumdoktoren allein. Sie sind gegen diese Kappung in Ihrem Konzept. Das würde aber auch bedeuten, wenn jeder weiterhin ausbauen kann, wie er will, dass die Fördersätze stark sinken müssen, oder aber der Strom wird unbezahlbar in Deutschland? Nein, das ist völlig, man muss ja über die Alternative reden. Wenn man die Windenergie nicht ausbaut in Deutschland, dann reden wir über neue Kohlekraftwerke. Das ist ja offensichtlich, ohne dass das ausgesprochen wird, dann das Konzept, was dahinter steht. Und das wird am Ende deutlich teurer. Das muss jeder wissen, der sagt, wer die Windenergie deckelt, dass das die Alternativen, die uns zur Verfügung stehen, dann teurer werden. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, wenn wir über Kostendegression reden, was ja ein richtiges und wichtiges Thema ist, dann müsste man zuallererst an die Ausnahmetatbestände ran. Dann muss man das, was die EU-Kommission ja kritisiert, wo wir ja mit einem Beihilfeverfahren konfrontiert sind, da müsste man da Vorschläge machen. Da gucke ich in die Papiere von Sigmar Gabriel und finde gar nichts außer wolkigen Ankündigungen. Das ist einfach zu wenig. Wir haben da einen konkreten Vorschlag gemacht, dass wir uns branchenspezifisch konzentrieren, dass wir sagen, Metallerzeugung, Papier, Glas, bestimmte Branchen, die brauchen
brauchen die Ausnahmen, aber nicht diese ausufernden Ausnahmetatbestände, die unter Schwarz-Gelb geschaffen worden sind. Aber da geht leider die Bundesregierung bisher überhaupt nicht dran, sondern riskiert sogar, dass die EU-Kommission uns das Ganze weghaut. Und das kann eigentlich nicht sein. 5 Milliarden sind das für die Industrie, die Ausnahmetatbestände. Ich glaube, in dem Konzept ist jetzt roundabout 700 Millionen vorgesehen, die wieder reingeholt werden sollen. Bei den Grünen, sie haben fast von 4 Milliarden in ihrem Konzept stehen. Also wie ist das mit den Ausnahmetatbeständen? Warum geht der Minister da nicht ran? Also zum einen die Windenergie, das will ich noch richtig stellen. Die wird weiter ausgebaut, übrigens auch weiter gefördert. 2000 MW Zubau pro Jahr. Und sowas hat es bisher nur einmal gegeben. Also das heißt, es wird planvoll. Auch die Windenergie an Land, das ist tatsächlich die billigste erneuerbare Energie, ausgebaut. Aber eben da, wo es Sinn macht. Und darüber müssen wir eben reden, dass man nicht überall fördert, und zwar gleich. Das zweite ist die Frage der Industrieausnahmen. Tatsache ist, wir brauchen die Ausnahmen für die Unternehmen, die tatsächlich im internationalen Wettbewerb stehen, für Grundstoffindustrien, die wir aus Deutschland nicht vertreiben wollen. Stahl beispielsweise, Aluminium, Kupfer, chemische Industrie. Und deshalb ist dieses Beihilfeverfahren ein Damoklesschwert. Und wir werden auch die Ausnahmetatbestände deshalb grundlegend reformieren. Dass man das jetzt nicht im Detail vorlegt, sondern erst im Gesetz, hat was damit zu tun, dass man auch in einer Verhandlungssituation mit Brüssel ist. Und es wäre schön blöd, jetzt was Detailliertes auf den Tisch zu legen. Dann sagt Brüssel, schön, dass ihr uns ein Angebot gemacht habt, was habt ihr noch draufzulegen? Das ist eine taktische Frage. Aber ich sage noch mal, wenn die Reform nicht kommt, und zwar grundlegend, dann fällt beides weg. Zum einen die Ausnahmetatbestände für die Industrie, die das brauchen. Aber wir sind auch in der Gefahr, dass durch die Reform der Umwelt- und Energiebeihilferichtlinien wir ein EEG haben, was insgesamt nicht mehr kompatibel ist mit europäischem Recht. Und das könnte bedeuten, dass am Ende Jahres die Ausnahmen weg sind, aber auch das EEG insgesamt. Und das darf man nicht verantworten. Wer Planungs- und Investitionssicherheit für die Erneuerbaren, für die Wirtschaft insgesamt haben will, der muss zu Reformen bereit sein. Kommen wir noch mal zu einem Problem der erneuerbaren Energien. Das ist ja zum Beispiel im Winter, wenn die Sonne eben nicht so scheint oder der Wind nicht so weht, dann muss man die Grundlastversorgung sicherstellen. In Ihrem Konzept, und Sie haben es gerade auch schon vorhin gemacht, greifen Sie ja immer wieder die Tatsache an, dass Sigmar Gabriel angeblich so sehr auf Kohlekraft setzt. Sie sagen, Sie setzen dann auf Gaskraftwerke oder Pumpspeicherwerke. Also erstens haben wir diese Pumpspeicherwerke noch nicht. Zweitens sagt Ihnen jeder, die Gaskraftwerke, jeder Energiebetreiber, die lohnen sich nicht. Da müssen wir also subventionieren. Bedeutet das, dass der Verbraucher nicht nur für das EEG zahlen muss, sondern demnächst auch für Kraftwerke, die nur im Notfall vorgehalten werden müssen? Also die Gaskraftwerke haben wir. In Deutschland gibt es große Gaskraftwerkskapazitäten. Wenn Sie beispielsweise vor die Tore von Köln gucken, na Hürth, 1200 Megawatt Statkraft, norwegisches Unternehmen gebaut. Diese Kraftwerke stehen still, werden nicht betrieben, weil die billige Braunkohle sie aus dem Markt drückt. Und das ist auch so ein Defizit an den Vorschlägen von Sigmar Gabriel. Wir bräuchten dringend eine Reform des Emissionshandels, der tatsächlich eine Wettbewerbsgleichheit zwischen den Energieträgern herstellt. Dann hätten auch Gaskraftwerke eine Chance, die flexibel genug sind, das sind Kohlekraftwerke nämlich nicht, flexibel genug sind, die schwankenden Erneuerbaren auszugleichen. Da lese ich aber im Koalitionsvertrag, dass man ausdrücklich sagt, wir wollen die Reform des Emissionshandels nicht. Wir wollen das, was da schiefgelaufen ist auf europäischer Ebene, dass das nicht repariert werden soll. Jetzt kommt die Interpretation, ja, so ist das am Ende gar nicht gemeint. Aber dazu finde ich in den Äußerungen, in den Erklärungen von Sigmar Gabriel bisher gar nichts. Wir sollten uns als Deutsche klar in Europa aufstellen, dass wir eine Reform des Emissionshandels bekommen. Und wenn das nicht gelingt, dann ein Klimaschutzgesetz machen, einen CO2-Mindestpreis einführen. Das würde auch den Gaskraftwerken, die tatsächlich die fluktuierenden Erneuerbaren ausgleichen können, im Markt helfen. Das würde im Übrigen auch die EEG-Umlage senken. Dann hätten wir eine ganz andere Debatte über die EEG-Umlage. Und insgesamt wäre das System vernünftig gesteuert. Aber die Vorschläge fehlen bisher. Zwei Fragen dazu aus Nordrhein-Westfalen von der dortigen Ministerpräsidentin. Ist ja gestern auch Kritik gekommen, die wird sich auch noch einmischen. Der geht es natürlich in der Tat um die Kohlekraftwerke auch in Ihrem Land, um den Weiterbetrieb. Und zum Zweiten, Herr Krischer hat es angesprochen, Emissionshandel ist in diesem Konzept eigentlich auch nicht viel oder gar nichts drüber zu lesen. Ja, das kann auch nicht Teil der EEG-Reform sein, denn Herr Krischer hat vollkommen recht, das muss auf europäischer Ebene geregelt werden. Dazu hat Sigmar Gabriel deutliche Worte gefunden. Wir wollen eine Reform des Emissionshandels, tatsächlich um dafür zu sorgen, dass Klimaschutzziele auch erreicht werden können. Da geht es um die Stromversorgung, aber nicht nur. Und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, das ist richtig, dass wir damit im Übrigen auch flexible Reservekraftwerke, zum Beispiel flexible Gaskraftwerke, im Geld haben. Die stehen tatsächlich im Moment nicht im Geld. Aber das ist etwas, wofür wir in Europa kämpfen müssen. Da sind wir nicht allein. Da gibt es noch ein paar andere Player, wenn Sie an die polnische Regierung und deren Interessenlage beispielsweise denken. Die zweite Frage war, was ist mit regionalen Interessen? Ich finde es richtig, dass Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten für ihre eigenen Landesinteressen kämpfen. Das ist ganz normal. Ich finde es nicht richtig, wenn sich Ministerpräsidenten
Ministerpräsidenten, die ganz unterschiedliche Interessen haben, wie Herr Kretschmer beispielsweise in Baden-Württemberg und Herr Seehofer in Bayern. Der eine, der Bayer, will die Biomasse beschützen, der andere hat Interessen bei Onshore, Wind. Aber sonst sind sie nicht einer Meinung, aber verbünden, um sozusagen einfach mal Druck zu machen und Nein zu sagen. Das ist so eine Art Teppichhändlerkoalition. Das ist nicht besonders angemessen. Wir brauchen fairen Interessenausgleich auch zwischen Bundesländern. Aber nochmal, die Summe von regionalen Einzelinteressen darf nicht den Kurs in der Energiepolitik bestimmen. Wir brauchen eine bezahlbare, auch eine Versorgungssicherheit bei der Energiewende, um die Energiewende zum Erfolg zu führen. Jetzt bin ich mal Anwalt der Bürger, eine bezahlbare Energiewende. Wir haben ja eine schizophrene Situation, dass die Energie an der Börse immer billiger wird und durch unsere EEG-Umlage und den Wunsch auch der Grünen, möglichst viel erneuerbare Energien zu fördern, wird der Preis immer teurer. Wie soll das gelöst werden, das Problem? Ja, das ist ja genau das Problem. Und das Problem packt die Koalition, packt Sigmar Gabriel überhaupt nicht an. Wir haben die niedrigsten Börsenpreise, seit es die Strombörse gibt. Selbst der, weil wir auch so viel Strom haben am Markt. Weil wir Überkapazitäten vor allen Dingen bei Kohlekraftwerk haben. Und man muss ein Stück weit dafür sorgen, dass diese Uraltkraftwerke, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo 60 Jahre alte Kohlekraftwerke laufen, dass die aus dem Netz genommen werden, dass wir den Gaskraftwerken eine Chance verpassen. Dann geht der Börsen, dann geht die EEG-Umlage auch runter und dann wird das für Verbraucher auch bezahlbar. Und im Wahlkampf habe ich von den Sozialdemokraten laut und deutlich gehört, die gesunkenen Börsenpreise müssen an die Verbraucher weitergegeben werden. Da gibt es auch Vorschläge zu, wie man das tun könnte. Da findet sich im Koalitionsvertrag, in den Vorschlägen von Sigmar Gabriel, keine Silbe zu. Da ist überhaupt nichts mehr von zu hören. Es wird einzig und allein jetzt darauf abgehoben, dass man die Erneuerbaren, die günstigste Form der Erneuerbaren, deckeln will. Und das ist die falsche Antwort auf diese Kostenfrage. Wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass die Industrieausnahmen reduziert werden. Auch da höre ich jetzt immer, ja, aus taktischen Gründen darf man da jetzt nichts sagen. Aber ich warte mal drauf, dass es konkrete Vorschläge gibt. Die liegen eigentlich auf dem Tisch. Darüber kann man reden. Das weiß auch die EU-Kommission. Da geht es auch nicht um Taktik, sondern man muss offen über diese Dinge reden. Und die andere Herausforderung ist die, dass wir die Börsenpreise ein Stück weit nach oben kriegen, damit die EEG-Umlage senken und damit Kostengerechtigkeit zwischen der Industrie, die ja von den gesunkenen Börsenpreisen profitiert, und den privaten Verbrauchern herstellt. Das findet sich alles im Konzept der Bundesregierung aber überhaupt nicht. Sigmar Gabriel hat ja auch gesagt, die Preise werden nicht sinken können. Sie haben es vorhin auch noch mal betont. 2010 hat man 2 Cent gezahlt. Ja. Jetzt sind es 6,2 Cent ungefähr. Ich habe mal ausgerechnet, 210% in 3,5 Jahren. Wo liegt der Preis in 2 Jahren? Dann bei 10, 11, 12 Cent? Wo sind wir dann? Das kann man nicht genau prognostizieren. Aber Tatsache ist, für die letzten 4 Jahre, für das, was Schwarz-Gelb da angerichtet hat an Chaos, und da sind Herr Krischer und ich uns sicherlich einig, trägt die alte Bundesregierung auch Verantwortung. Da hätte man aufräumen müssen in den letzten 4 Jahren. Das hat man nicht gemacht. Man hat Planungs- und Investitionssicherheit erzeugt, Unsicherheiten erzeugt. Jetzt geht es um Folgendes. Wir haben allzusagen aus dem bestehenden Ausbau, also die Zusagen für Einspeisevergütung, die da waren, die werden nicht angetastet, weil man nicht in den Bestand zurück eingreifen kann. Das ist aber der Kostensockel, der die Struktur von heute tatsächlich bestimmt. Mit den Maßnahmen, die wir vorschlagen, bremsen wir die Kostendynamik. Ich sage nochmal, klar ist, dass die Energiewende Geld kostet. Das ist gar keine Frage. Es ist ein riesen Technologiewandel, den wir durchziehen. Klar ist auch, wir müssen zudem in zum Beispiel Energieeffizienz investieren, denn die beste Strompreisbremse ist, weniger zu verbrauchen. Das muss man parallel machen, das werden wir auch tun. Also, meine Einladung an die kundigen Kollegen von den Grünen, und Herr Krischer gehört dazu, ist es, guckt euch die Vorschläge genau an, wenn der Gesetzentwurf vorliegt, das wird am 9. April sein, steht nicht nörgelnd am Rande, sondern lasst euch auf Verhandlungen ein. Am Ende haben alle was davon, wenn wir die Energiewende zum Erfolg führen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade die Grünen, die ja wesentlichen Anteil daran haben, die Energiewende mit auf den Weg gebracht zu haben, wollen, dass die scheitert. Herr Krischer, wir werden Sie gleich noch hören. Vielen Dank, dass Sie da waren.